Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Street Fighter 6 World Tour. Wir müssen in ein neues Gebiet und zwar, nee, nicht zum Tempel, sondern Alt Naishal. Ein Straßenmarkt in Naishal, eine aufstrebende Nation in Zentralasien, wo seither Kampfturniere ausgetragen werden. Okay. Und einfach mal ein neues Land erfunden. Warum nicht? Einst war es eine verarmte Bergsiedlung von verstreuten ehemaligen Nomadenstämmen. Dank der Entwicklungshilfe einer internationalen NGO wurde eine hochwertige, diese ermöglichte Region eine erstaunlich schnelle Digitalisierung. In Kommunikationsdienst. Doch diese radikale Politik war Verrat am Willen des Volkes und seiner Lebensweise. Das schürte Ressentiments gegen die Regierung und führte schließlich zum Widerstand. Okay. Eine neue Nachricht. Ach, wo bist du? An den Naishal. Da bist du also. Meine Quellen haben jedoch von dir blablabla alle möglichen wilden Sachen. Ja, Mann, ich will deinen Vers nicht hören. Verpiss dich, Junge. Kapitel 10 freigeschaltet. Okay. Die haben ja aber ordentliche Levels hier, ha? Huh? Und hier kann ich ja richtig rumlaufen, nicht wie in den anderen Gebieten. Sehr nice. Kid is nothing but a dirty little pickpocket. He's lying. I would never do such a thing. Wie heißt die? Ua. Shut your mouth, brat. Let's go. No! You dumb kid. Ja, dann legen wir direkt mal los mit dem Kämpfen, ne? Wernick. Komm mal. Gibt's noch? Oh, der erste ist erledigt. Hier ist nur noch du. Sag mal. Geht doch. Ich wollte es wenigstens mit Stil beenden. Ja, bitteschön. In letzter Zeit gibt es hier viele furchterregend aussehende Leute. Ich bin Yua. Ich habe nicht viel zu bieten, um mich zu verschieren, aber falls du irgendwelche Fragen über die Stadt hast, stell sie einfach. Fragt sich, was es mit dieser Person auf sich hat. Naja, ich weiß nicht, wo diese Person zu finden ist. Aber ich kenne jemanden, der es wahrscheinlich weiß. Werde ich in der Nähe des Zugangs zu den Tieflanden um. Okay. Guck mal, wie viele Nebenquests es hier gibt. Hier ist der Mönch wieder. Okay. Je süßer, desto besser. Bla bla bla. Und der Torte sagt nie nein. Und jetzt muss ich wahrscheinlich gegen ihn kämpfen. Nee. Ein Geschenk bekommen. Zeig mal her.
Ah, nee, ist einfach geschenkt. Okay. Ja, gut, hier ist noch eine Nachricht von Retsu. Was geht? Blablabla, bla, bla, so ist es manchmal. Blablabla. Bla, bla. Okay. Gut, was ist mit der Mission? Begib dich in die Tieflande. Ne, wir machen jetzt erstmal hier Nebenquests. Oder gucken mal, ob ich mich neu einkleiden kann. Warte mal, was habe ich überhaupt ausgerüstet? Ja, wieder das Blanka-Chan-Kostüm. Sieht wirklich irgendwas gut aus. Eine Strickhose. Wo? Nee. Ohrringe. Kann ich auch was verbessern? Wie das hier? Sechs. Ah, oh, es fehlen mir 4000. Okay. Ja, die Frage ist, wie komme ich an die. Oh, guck mal hier, 10.000. Sehr gut. Da hat sich die Frage erübrigt, wie ich an das Geld komme. Okay. Sehr gut. Alice ist auch hier. Lol. Was machst du denn hier, Alice? Mission angenommen. Sonnendurchflutetes Symposium. Lande einen Drive Rush. Gegen sie oder? Komm. Drei Drive Rushs. Ist nicht das? Nee, keine Ahnung. Fürchten. Ich kann es nicht. Ja, ist egal. Oh, guck mal, eine Busstation. Sehr gut. Dass die überhaupt einen Bus haben hier. Respektive Schnellreisepunkt. Eternity ist auch hier. Ich kann nicht mal kämpfen gegen sie. Das heißt wohl, hier wird sicher ein Turnier stattfinden. Habe ich das Gefühl. Interessant. Was willst du denn? Was ist das? Was sind das für Anzüge, die er da anhat? Na komm. Easy. Okay. Neue Nachricht, sag mal her. Es geht ums Essen. Okay. Interessiert mich nicht. Da vorne ist direkt Main Story. Ja, wir machen noch schnell die beiden fertig. Den komischen Mönch oder was auch immer. Ach komm. Hau mal drauf da, komm. Sehr gut. Ja, die richtige Fähigkeit habe ich jetzt halt verkackt, aber es ist halt so. Level up habe ich auch bald. Nun war das doch. Sehr gut. Ja, war doch einfach. War doch einfach. Juniper heißt er, okay. Kann ich dir helfen? Der Widerstand. Ich sollte das geheim halten, aber die Parole lautet Son Son. Okay. Böser Junge heißt er da unten. Na dann hauen wir dem bösen Jungen mal aufs Maul. Ein Hooligan auch noch. Oh. Ich
nutze jetzt mal keinen Energy Drink, weil ich sollte bald ein Level Up haben. Oh, jetzt. Na gut. Das heißt, ich habe wieder volle HP. Kung Fu, mein. 36, okay. 36 und 37. Wunderbare Sache. Das war ja einfach. Und die waren über mir mit dem Level. Oh. Boah, ach du Scheiße. Was ist denn dein Scheißproblem, ne? Sehr gut. Für Punish Counter. Hier. Das ist ja kein richtiges Kung Fu, was sie da machen. Was soll das denn? What is this shit? Komm, lass uns doch mal ein paar Mal kämpfen hier. Schrottfabrik. Zerstöre alle Autorikschas innerhalb des Zeitlimits. Okay. Steht, was ist das denn? Nein, wieder so ein Minigame, da habe ich doch keinen Bock drauf. Frage ist, ab wann zählt sowas als kaputt oder zerstört? Ah, wenn es explodiert. Okay. Das war ja einfach. Ah. Ein Energy Drink XL. Gesundheit komplett wiederherstellen. Ja. Einmal das Ding machen. Reicht aus. Ja, doch schon auf die bösen Jungs hier. Ja, komm. Easy. Gut. Zeig mal, Status. Super Arts. Kann ich immer noch keine dritte machen. 11 Punkte habe ich hier. Erhöht die Anzahl der Meilen, erhöht den Zenny-Betrag, den du mit Teilzeitjobs verdienst. Ja, machen wir das. Okay, Wurfstärke oder Stärke von einzigartigen Angriffen. Gewährt Rabatte beim Einkauf oder erhöht Schaden von Meisteraktionen außerhalb der Kämpfe. Ja, ist okay. Ich würde sagen, oh, wir haben noch eine Truhe hier mit dem Sombrero. Wir haben es geschafft für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen. Einen schönen Tag, macht's gut. Tschüss.